Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der WM Koop Torwartkette zusammen mit Jan. Hi. Hi. So, wir spielen heute gegen Frankreich im Halbfinale. Ich bin super, super gespannt, ob wir tatsächlich ins Finale kommen. Ich würde es mir sowas von wünschen, dass wir hier mal ins Finale kommen. Denn, wie gesagt, ich war ja noch nie im Finale. Das habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, da gab es 10 Tore hier gegen Belgien insgesamt. 10 Tore. Unbedingt anschauen. Rechts unten bei mir verlinkt. Wäre mega, mega nice, wenn ihr da reinguckt. Ebenfalls sehe ich hier, dass Portugal und Deutschland spielen. Also es kann tatsächlich sein, dass wir hier gegen Deutschland spielen im Finale. Oder halt eben im Spiel um Platz 3 mal gucken. Wäre ganz nice, wenn wir hier mal gegen Deutschland spielen würden. Dann kann es mal Manuel Neuer sein. Ne? Manuel Dopoulos kennt man. ja, ihr könnt auch super gerne bei Jan vorbeischauen. Rechts oben bei mir verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr auch da mal ein Abo da lasst. Und jetzt spielen wir hier das Halbfinale. Ja, und ich habe gerade gesehen, dass mein Torhüter verletzt ist. Der Haupttorhüter, ja. Ah, Hugo Lloris, ja. Ja, doch, verletzt. Das hatten wir doch auch mal in deiner Karriere, glaube ich, gesehen. Da musste ich auch mal Frankreich spielen, glaube ich. Das warst du in der letzten Staffel oder so bei mir. Ja, da hast du auf jeden Fall auch mal da gespielt. Aber wir haben beide eine 84. Ah, fuck, ich wollte wechseln, Leute, stimmt. Jetzt, manche haben schon wieder gedacht. Das konntest du auch da machen. Ja, ich will es aber hier machen, weil dann bleibt es auch für nächstes Spiel gespeichert. Manche Leute werden sich jetzt schon gedacht haben, Alter, jetzt wechselt er schon wieder nicht. Nein, Leute, ich wollte es machen, ich verspreche es euch. Wo ist denn der überhaupt? Hier, Ederson. Wir machen das auf jeden Fall. Entweder das ist die schlimmste Entscheidung ever, oder es kann tatsächlich was bringen. Mal gucken. Ja, dann habe ich jetzt doch eine Stärke schlechter als du, aber macht nichts, ne? Auf geht's! Die Spiele betreten das Feld und wenn euch dieses Projekt gefällt, dann könnt ihr auf jeden Fall mal eine Bewertung da lassen. Würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen. Und mal schauen, vielleicht ist auch noch was anderes geplant, Leute. Da müsst ihr auf jeden Fall mal gespannt sein. Wenn diese Karriere hier auch bei mir vorbei ist, dann werden wir bestimmt mal was Neues starten hier in FIFA. Seid auf jeden Fall gespannt, wir haben da schon was geplant. Let's go, Leute, Anstoß hier mit dem neuen Torwart. Ich bin mega, mega gespannt, was der jetzt so drauf hat, Ederson hier. Ja, Frankreich gegen Brasilien, genauso krasses Spiel wie Belgien gegen Brasilien. Außer, dass dein Torwart jetzt keine 88 hat und meine hat jetzt auch ein bisschen was Schlechtes. Mal gucken, wie das hier ausgeht. Hoffentlich wieder nicht so viele Tore. Alle Chancen. Oh, ich dachte gerade, das wäre ein Fehler, aber 1-0. Frankreich geht in Führung. Ich war fast dran, ne? Das war so knapp. Ja, das war so knapp. Wollte mich auch erst ärgern, dass er nicht abgespielt hat. Ja, ich dachte auch, oh mein Gott, wenn er jetzt noch reinpasst oder so, aber Griezmann, der alte Egoist, macht es mal wieder sehr. Oh Mann, das war so knapp, ne? Ich habe mich so bemüht, aber naja. Der erste Schuss auf das Tor von dem neuen Torwart, direkt drin. Perfekter Start. Ja, das kannst du wieder nichts machen, also so ein Konter, das ist... So, jetzt vielleicht wieder wie in der letzten Folge mit dem Ausgleich. Nee, da bin ich da. Oh, nochmal. Damit, Alter. Jetzt hat irgendeiner wieder abgefälscht, Alter, Assad. Ja, er hier, oh. Normalerweise würde jetzt jeder Brasilianer, vor allem Neymar, Hand reklamieren und alles. Und da ist der Ball drin. Alter, ist das ein Scherz? Der ist vor mir ins Tor geprallt. Ja. Hatte den Ball doch. Da ist der Ball drin, 1-1. Ich weiß, es war eigentlich so ein bisschen Hand, aber gut, in FIFA, ich habe das ausgestellt, weil das ist halt manchmal, springen die halt mit der Hand nach oben und dann, ja, ist das ein bisschen kacke. In dem Ding hätte ich das jetzt eigentlich gebraucht, weil das war eigentlich wirklich Hand. Naja, er hat zwar zurückgezogen, aber es war, als der Ball da war, der ist schon voll. Oh, das ist doch ein Witz. Ja, es ist halt direkt unter deinen Beinen durch und. Naja, 1-1. Hier, wir fangen wieder an mit den Ausgleichen. Läuft. Frankreich! Easy! Gibt's keine brasilianische Führung. Direkt oh mein Gott. 2-1. Ich bin so dumm. Ich dachte, das wärst du. Ich hab nichts gedrückt, ne? Ich hab gar nichts gedrückt, dass er springen soll. Ja, hätte man haben können. Ups. Ich hab nur ein bisschen so im Stellungsspiel, ich bin einfach ein bisschen hin und her, hab so auf das automatische Stellungsspiel auch ein bisschen drauf gedrückt und ja.
Ja, das hat er gemacht, das automatische Spinnungsspiel. Hab dann halt gar nichts gedrückt, ne? Auch nicht losgelassen oder irgendwas. War einfach nicht nötig, ne? Oh, was? Verteidigung, verteidigt mal. Oh Gott. Ja, komm, jawoll. 2-2. Was soll ich denn machen, wenn der aus so ein paar Metern vor meinem Kopf... Ja, das ist... Also meinen hätte man echt halten können, wenn ich das geschnallt hätte. Aber ich dachte so, ja, ganz chillig. Erstmal ein Angriff von den Gegnern. Aber das war jetzt ganz nice, dass hier der Ausgleich direkt fällt. Na, es war auch kein krasses, schönes Tor, aber ja, meins war jetzt auch ein bisschen schade und naja. 2-2. Ich mag William nicht. Er ist doof. Der Doofmann. Es geht am Ende eh wieder 6-4 aus. Das ist komplett das gleiche Spiel bisher. Oder auch nicht! Easy. Wenn denn jetzt machen würde. Boah, was für eine schöne Parade. Ja. Die war echt. Der Schuss war echt nice. Dass du den so schön. Na gut, er kam. Das war richtig geil. Kam schon ein bisschen auf dich, aber es war schon. Boah, echt schön. So einen gezielten Schuss, dass ich den noch aus dem Winkel kratze. Junge. Jawohl! Frankreich, Führung! Oh. Zack. Sag ja, ab jetzt ein bisschen konzentrieren hier, ein bisschen anstrengen. Jetzt machst du ernst. Jetzt mach ich richtig auf ernst. Jetzt hat er es auch noch weggedrückt. Zack. Ich weiß nicht, ob deiner ist. Nee, natürlich nicht. Aber nicht. Ich schenk dir einen Ball. Ich schenk dir einen Ball. Oh, Alter. Wie er richtig hingeht noch. Geil war das. Ich wollte eigentlich richtig rauslaufen damit direkt so. Dann wirft er sich hin. Ja, musste man ja auch. Nee, William, geh weg. Albtraum von Jan William kommt, passt in die Mitte und weg. Da ist der Schuss. Saubere Parade hier wieder von dir. Sehr. Jetzt hauen wir die Paraden aber raus, ne? Das ist crazy. Oh, dann hat er. Wieder zurück. Ja, oh, das war richtig geil. Ein bisschen richtig überambitioniert nice. Von meinem Torhüter. Ja, das stimmt. Wollte einfach mal zeigen, wie viel Kraft dein Arm hat. Bizeps ist am Start. Er kann das nicht. Du kannst nicht, ne? Nee, kann er einfach nicht. Versuch's jedes Mal, aber sie können es alle nicht. Oh, das war nice. Jetzt, komm, dafür muss es ein Tor geben als Belohnung. Dafür muss ein Tor, okay. Dann halte ich ihn nicht mit Absicht. Oh, ja! Richtig geiles Tor. Ja, es war halt echt voll scheiße. Ich hab gedacht, jetzt musst du ihn halt halten, ne? Weil wenn du jetzt schon so callst, musst du halten. Ja, mit Ansage. Und dann bin ich da halt echt noch rangekommen. Ich dachte, ich kriege ihn nicht, ne? Ich dachte, ich krieg den nicht, weil ich zu weit unten stehe. Bin da irgendwie rangekommen und dann dieser scheiß Abpraller, ne? Krieg so das Kotzen. Ups. Oh. Jawohl. Jetzt nochmal hier die Chance. Jetzt nochmal hier die Chance. Spielen weiter. Nochmal rüber. Und jetzt. Neymar schießt. Ey, das kann nicht sein. Nein. Als ob die so eine Chance verspielen. Das war die Gelegenheit der Gelegenheiten. So, jetzt. Das dann wär's wieder 3-3. Dann wär's wieder 3-3. Wie im Spiel gegen Belgien zur Halbzeit. Ich sag ja, das ist eigentlich komplett das gleiche Spiel. Nee, jetzt. Nee, da. Ich wäre auch da gewesen, also ganz ehrlich, das war also too easy für mich. Okay, Leute, zur Halbzeit 3-2, wir liegen in Rückstand. Das ist nicht ganz geil. Ich habe mich jetzt zum Ende hin wirklich nur angestrengt und man muss sagen, ich habe 2 Bälle gehalten. Schade, dass dieser eine Abpraller dann wirklich reinging. Also sonst wäre das hier 2-2 und damit wäre ich komplett zufrieden. 3-2 ist jetzt nicht so geil. Aber ich habe Vertrauen in meine Mannschaft, dass sie das packen. Die wollen ins Finale und ich auch. Ob jeder wieder die Ticks hochhalten kann. Ja, doch mal auf die Zeit rauszustehen. Voll die gute Taktik. Ja, einfach hinstellen, hochhalten. Komm. Paulinho. Coutinho. Oh! Gibt's doch nicht. Ja, jetzt. Das ist das 4-2. Ich seh's doch. Oh, das ist schön.
63. Minute. Das war richtig gut gemacht. Aha. Das sieht wieder nach Spiel um Platz 3 aus. Ah, da hätte ich sowieso nichts machen können, auch wenn ich hier geblieben wäre. Ja. Aber es ist halt doch so scheiße. Warum stand da unten noch einer? Ich habe den gar nicht gesehen. Ich dachte, ich renne jetzt auf den zu und dann kann ich nur den Winkel verkürzen. Wenn er ins lange Eck schießt, dann geht er an den Pfosten und rein. Das hätte mir passieren können, aber sonst habe ich mit nichts anderem gerechnet. William! Immer im Pfosten, 4:3! William hat schon den Hattrick gemacht in diesem heutigen Spiel und ich hoffe, er macht noch mehr. Wir müssen hier weitermachen, Leute. Jedes Mal schießt er die Tore Pfosten rein, das kann nicht sein. Voll Glück gehabt, dass hier der Fehlpass nochmal kam. Und dann hier, zack. William mit dem Hattrick, 66. Minute. Ein Tor fehlt uns zum Unentschieden, aber ich will eigentlich zwei machen, dass wir hier sicher weiter sind. Jawohl, den holen wir. Das war richtig gut. Ich weiß. Danke. Oh. Hackentor. Ein Hackentor. 5:3. Was will man da machen? Er wird wieder der 2-Tore-Vorsprung ausgebaut. Ich wollte in die Mitte reinspringen, aber hab's nicht geschafft. Und der Alter hat mich zerstört. Alter hat er mich zerstört. Das gibt's nicht. Jesus. Komm. 5 Minuten noch, Leute. 5 Minuten. Ich gebe die Chance nicht auf, aber es ist schon echt schwierig. Jetzt, komm, da sind so viele Franzosen und so viele Brasilianer, noch 2 Minuten Nachspielzeit und sind tatsächlich nach Spiel und Platz 3 aus. Sie haben nochmal die Möglichkeit hier, er passt ihn anstatt hinter ihm, den Spieler passt ihn. Na, warte, weißt du was, ganz ehrlich, ich will den jetzt an und grätsch dich um. Das war ein Rotz, Alter. Ah, Leute, wir haben es wieder nicht geschafft, ins Finale zu kommen. Brasilien, die eigentlich so gut waren, fliegen jetzt gegen Frankreich raus. 5:3. Er holt sich den Ball, obwohl er raus ist. Ja, er hat einen Hattrick halt gemacht, also er war der Einzige, der hier was machen wollte, habe ich das Gefühl. Leute. Leider Gottes haben wir es nicht geschafft und ich denke, wir spielen gegen Portugal. Ich bin gespannt. Vielleicht Deutschland? Ne, Portugal, ja, Deutschland hat gewonnen. Deutschland und Frankreich im Finale. Und wir im Spiel um Platz 3. Wieder gegen Portugal, wie damals mit Spanien. Ist crazy, Leute. Ich bin ein bisschen enttäuscht, leider. Ich dachte wirklich, wir schaffen es. Und wir haben es nicht geschafft. Ach Mann, okay, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann gegen Portugal spielen. Haut rein, bis dahin und ciao.